Chaos-Merch. Aber die Ehre, meine Lieben. Es geht weiter mit dem Projekt, oder es ging in den letzten Wochen doch noch ein bisschen voran im Projekt 2516. Das hat sich doch jetzt ein bisschen gezogen. Es kam dann noch so das ein oder andere Spielchen mir in die Quere. This makes my whole life better. Aber jetzt endlich das Zentrallager, das ich baue, alles für mich. Handlager ist jetzt endlich, sagen wir mal, fertig. Aber da werden wir jetzt gleich mal ins Spiel selber reingucken. Und wenn dich das interessiert, dann bitte bleib dran und nicht vergessen, unten weißt du den Rest. Also, ich fange jetzt hier an, ganz bewusst mit der entferntesten Abbausituation, die noch nicht ganz fertig ist. Weil ich erstmal, ja, wie gesagt, erstmal mein Handlager erstmal befüllen wollte und daher sich hier die zwar schon eingefunden haben, weil ich die ja später dann brauchen werde, um alles zu bauen. Beziehungsweise um Phase 4 dann abzuschließen. Ist hier schon mal vorbereitet und so weiter. Das Ganze wird irgendwann dann bald einmal, also wir kommen dann noch drauf, was dann alles noch passieren wird. Auf jeden Fall habe ich mich hierzu entschlossen, hier so ein lustiges kleines Design zu machen, was modular ist in dem Fall. Muss gucken hier, wir haben nämlich einen Unterteil, wo Strom rechts und links weitergeleitet wird. Einmal eine Hypertube, dass man da, beziehungsweise dass ich da relativ schnell vor und hinter, nach hinten komme. Und hier oben haben wir einen, auch noch einen modularen Part, der austauschbar ist und einfach dann per Snap-Modus dann einfach oben ran kann. Ist sehr praktisch. Ob die Blueprints dann irgendwann mal auch in dem öffentlichen Ordner landen, weiß ich noch nicht. Aber wenn dich diese Prints hier interessieren, dann natürlich dann unten in die Kommentare unten reinschreiben, sagen, tu, ich will Blueprint, tu den auch da rein. Und dann geht's wie gewohnt, Ausrufezeichen Blueprint im Twitch-Chat einfach rüber und du kriegst den Print. Aber wie gesagt, ein bisschen Reaktion unten machen und sagen, Prinz, ja, sofort. Okay, dann. Es war eigentlich, also das war schon sehr schmerzhaft, auch von den Teilen her. Aber das, was ich ja schon in meinem Spaghetti-Bild drin hatte, also in der ersten Basisgeschichte, das war, ja, es hat so seine Zeit gedauert, das hier hinzukriegen. Vor allem, weil es halt natürlich auch das Weiteste ist und weil ich ja auch keine Züge hier vorerst, vielleicht später, weiß ich noch nicht, gucken wir mal, keine Züge bis jetzt erst einmal benutzt habe. Und das Ganze geht natürlich hier, schlängelt sich weit, 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 weit rum. Leider auch ein bisschen im Zickzack, weil wenn man dann hinten irgendwann einmal anfängt und sagt, ja so gut, jetzt müssen wir irgendwann einmal eine Höhe einnehmen, klappt ja nicht so ganz so gut. Weil es ja dann trotzdem, man sieht es ja hier recht gut, es geht ja dann doch irgendwie vom Topografischen her, es geht halt dann immer irgendwie hoch und runter, also meistens eher hoch als runter. Da, wo du es natürlich nicht brauchst, geht es natürlich hoch. Ist logisch, musst du so machen. Und hier halt im näheren Umfeld halt die nötigen Ressourcen nochmal zusammengebracht. Ja, und das Ganze hier oben aufs Band zusammen. In der Voraussicht natürlich, dass wenn ich jetzt dann nachher noch das Bauxit noch mit dazu machen muss, kann ich natürlich ganz locker oben drauf nochmal einen Print setzen, falls mir das hier nicht langt. Und zack, schon habe ich meine zusätzlichen zwei Bänder, die ich hier brauche. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich dann hier komplett mit ohne Schienen mache. Mit ohne? Jawohl. Mhm. Und dass das Ganze hier alles nur über Förderbänder läuft. Aber da lasse ich mich selber noch überraschen. Das Handlager ist meiner Meinung nach recht gut versorgt mit der ganzen Sache hier. Es könnte natürlich noch ein bisschen bissiger ausschauen, aber lustig finde ich hier in dem Zusammenhang, wenn wir uns das Ganze so anschauen. Sorry, aber mir gefällt der halt ein bisschen. Dass, obwohl die schräg sind und obwohl die Halterungen schräg angeordnet sind, dass die Bänder gerade laufen, aber durch dieses Stufending, da, ich finde, ganz so lustig Optik bei rüberkommt. So, und jetzt, halt dich fest. Wir gucken uns jetzt dann gleich in einem kleinen Zusammenschnitt, in einem kleinen cinematischen Darbietung, dann das fertige Handlager gleich mal an. Thank you.
zu viel versprochen? Oder zu lange auf die Folter gespannt? Naja, das musste jetzt sein. Und wieso jetzt dieses Fabrikelchen jetzt hier noch nicht so 100% fertig ist, muss ich ja noch ein paar Veränderungen machen. Da kommen wir jetzt aber gleich dazu, was ich noch in der nächsten Zeit machen muss. Allerdings, ich habe jetzt in dem Spielstand schon zwar über 100 Stunden in dem Spiel drin, aber die im Twitch-Stream bzw. bei YouTube auf den VODs gucken, die werden sich hier erinnern, hier war vorher ein bisschen Spaghetti los. Und da hatte ich natürlich noch nicht so wirklich den Nerv und Zeit, irgendwas in Schredder reinlaufen zu lassen, um da jetzt Coupons zu sammeln. Vorausgesetzt natürlich, man behält sich die Coupons auf, um Sachen freizuschalten und kauft sich nicht irgendwelche Dinge dafür. Ding, was sich jetzt dann noch hier verändern wird, wo mir natürlich noch die Teile fehlen, das ist da hinten im Printer, den schauen wir uns gleich nochmal an. Veränderungen werden hier noch stattfinden beim Eingang vom Öl, weil das hatte ich erst provisorisch da drüben hingelegt, wie man es ja sehen kann, hässlich auf dem Boden, ja pui. Den Baum habe ich übrigens extra stehen lassen, der bleibt. Der bleibt, der bleibt, der bleibt. Und habe mich dann später dann so entschieden, dann das Öl dann hier rüber zu bringen. Aber da muss ich mir noch überlegen, wie machst du dann da dann die Zuführung etc. Und bis dahin bleibt das jetzt erst einmal so. Laufen tut's ja. Das ist ja nicht das Schlimme. Laufen tut's ja, wobei manchmal tut's nicht laufen. Bin noch nicht so dahinter gekommen. Ich müsste mal die Ölquellenanzapfung mir ein bisschen genauer angucken. Wobei, das könnten wir uns mal gerade kurz auch nochmal anschauen, weil da ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Denn da gibt es nämlich eine recht lange Pipeline von Öl, die sich aus der Spire Coast zu mir nach hinten hin bewegt. Da tut sich was. Also der weiteste Punkt jetzt hiervon ist hier hinten gleiches Design. Man erinnert sich vielleicht, das untere Ding, die untere Stütze mit Hypertube, ist hier genau dieselbe. Bloß der Aufbau ist ein anderer. Deshalb da auch diese Modulargeschichte. Und wenn es dich natürlich interessiert, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Ich will den Blueprint, pack das in deinen Ordner rein. Und das werde ich dann nochmal extra, also wenn sie genug gemeldet haben, werde ich dazu nochmal extra einen Short machen oder ein extra Video. Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung dazu. Bitte, ein bisschen Reaktion, wenn ihr das wollt. Gerne unten in die Kommentare rein. So, und jetzt hat, wie ich schon gesagt habe, hinten beim Blueprinter, da muss noch ein bisschen was geändert werden, beziehungsweise hinzugefügt werden. Weil ich hatte mir jetzt hier so das Gittergerüst so ein bisschen sowas vorgestellt, was dann hier hinkommt. Es fehlen auch noch so Hypertube-Geschichten, wo ich mich dann hier relativ leicht von Stockwerk zu Stockwerk bewegen kann. Also hier in die Produktionsstätten, da war jetzt von mir nichts geplant, von wegen, dass hier irgendwie etwas reinkommt, von wegen Hypertube, ich muss mich jetzt hier unbedingt rumbewegen. Wichtig ist für mich, dass ich mich hier schnell zu den permanenten, aufgestellten Blueprinter hinbewegen kann und von dem natürlich wieder weg. Da muss ich natürlich gucken, dass ich da irgendwas hinkriege, auch mit Beschleuniger, damit das ordentlich schnell funktioniert. Und hier oben habe ich erstmal provisorisch quasi einmal so die Hypertube-Kanone einmal hingestellt, dass ich mich zu der neuen Baustelle da drüben mal hinbewegen kann. Aber das gucken wir uns dann ein andermal an. Beziehungsweise da gebe ich am Schluss einen kurzen Ausblick drauf, was dann als nächstes passieren wird. Hier unten glorreich das große Lager. Wie gesagt, nicht ganz fertig. Ich habe hier noch Überreste aus den Vorbauten, die hier drin rumlaufen, beziehungsweise ja rumstehen. Aber irgendwann werden sie sich natürlich verbrauchen, weil jetzt kommt ja so eine Phase, wo ich relativ viele Motoren brauchen werde. Vor allem halt auch wegen den Treibstoffgeneratoren. Da brauchen wir noch ein paar und die haben wir dann da schon mal auf Vorrat. So, und das ist jetzt das Lager. Ich habe das einmal nach rechts und einmal nach links aufgeteilt. Das hier ist übrigens auch ein Print. Das könnte man natürlich auch, wenn man es wollte, natürlich unten in die Kommentare reinschreiben und der Chaos tut es dann vielleicht in seinen Ordner rein. Also meine Idee war vielleicht gut, aber die Umsetzung bzw. das, was bei Satisfactory rauskommt, war jetzt so ein bisschen so, wir müssen doch mal drüber reden. Das, man sieht es vielleicht hoffentlich auch im Video, dass naja, das Vending Machine, also du weißt schon, diese Kühlmaschine, die da durchläuft, das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, dass das ein bisschen schöner dargestellt wird. Aber sei es drum, es funktioniert, es ist ein relativ simpler Print.
Ist zwar wieder teuer mit Quarzkristall und so weiter, aber das geht und das zieht sich einmal um den ganzen Kreis, einmal hier rum. Alles nochmal extra nachträglich hier den nochmal draufgesetzt. Also wenn, wie gesagt, wenn da Interesse bei euch besteht, werde ich den Print natürlich nochmal upgraden. Mit diesem Ständer da vorne dran, damit man auch sieht, wo was drin ist. Ich habe nämlich auch hier vorübergehend auf den kleinen Tafeln. Ich denke, ich werde es nochmal auf größere Tafeln machen, weil das ist, wenn man hier nämlich schnell reingeht, da... Ich weiß nicht, ob es die Alterssehschwäche ist oder so, aber ich kann das jetzt nicht so schnell erkennen, was jetzt wo und wie ist. Es dient ja mir hauptsächlich erst einmal zur Grundorientierung. Okay, wo was, in welche Richtung ist näher dran? Nicht, dass du wieder da stehst, so, wo war das nochmal? Eine gute Sicherung darf natürlich nicht fehlen vom Strom. Und dazu habe ich hier ein paar Akkus hingebaut. Ganz ordentlich, alles schön voll. Auch ein Print übrigens. Kann man sich natürlich auch gönnen. Wie gesagt, du kennst das Spiel, soll man sagen. Also wie gesagt, also hier die rüberbringen Aktion hier mit der Hypertube, das ist noch vorübergehend. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob ich den Arm hier, sagen wir mal, also ein bisschen vertüdeln soll, so wie jetzt hier unten. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz so sicher, ob ich das sein lasse oder ob ich das noch umändere. Das sieht man noch ein bisschen. Aber gleich, wo wir jetzt hier in der Nähe sind, ich habe da nämlich ein Explorer hingebaut, plus, also, die Garage. Le Garage ist noch nicht fertig. Und in der Garage, weil ich natürlich ein bisschen ein, sagen wir mal, jemand bin, der faul ist und sich die Sachen natürlich automatisieren muss, habe ich hier einen Container hinten hingebaut, wo Überreste draufsteht. Was passiert da? Überreste reinlegen und dann passiert dann da hinten die Magie im Hintergrund, genauso hier wie bei den Schnecken. Da legt man diese Schnecken dann da rein und am Ende kommen dann da ein paar Fragmente bei raus. Aber was passiert jetzt da hinten? Da passiert hier hinten nämlich das große Spaghetti. Ist übrigens auch ein Blueprint. Habe ich mir da feinsäuberlich zusammengearbeitet. In diesem Prinz wird dann nämlich die ganze Chose hier erledigt. Da laufen dann die Überreste hier rein, die werden sortiert, werden dann zu Pasta dann weiterverarbeitet und nachher dann zur Alien-DNA, die dann in den Schredder reinlaufen. Ich habe das hier aus, also, soll man sagen, das ist die Erweiterung des Zwischenbodens, also es ist ja kein Zwischenboden, Zwischengang, was auch immer. Du kennst die Regel, da kannst du alles bauen, was du willst und wie du willst. Und hier werden halt dann die Schnecken dann halt weiterverarbeitet zu den Energiefragmenten und wandern dann hier in den Container rein, weil ich brauche nämlich um die 500, wenn nicht sogar noch ein paar mehr Energiefragmente, um diese ganze Stromsituation hinzubekommen, beziehungsweise ich weiß natürlich nicht, wann ich dann im weiteren Verlauf von dem Projekt noch mehr brauche, also der Container muss noch ein bisschen mehr gefüllt werden. Ja, und das Design hat sich halt hier irgendwie mit der Zeit so irgendwie von alleine ergeben. Ich wollte zwar eigentlich, also ursprünglich wollte ich eigentlich, dass das Ganze hier nur eckig bleibt, aber der Kringel oben, der ergab sich dann so, sagen wir mal, so rein zufällig ergab der sich so. Weil ich wollte ja erst so ein Grundding stecken, mal gucken, wie wir das da oben dann rein verstecken. Ja, ist jetzt wieder anders gelaufen. Und nachdem es jetzt so ein paar Deko-Elemente gibt, die übrigens auch Blueprints sind, also, wie gesagt, da kann man mich gerne dazu noch meine Kommentare dazu auffordern. Genauso wie hier auch. Die ganzen Bauten hier, das ist auch alles, sind alles Blueprints. Bis auf die Raffinerien, da ist jetzt nur der hintere Part ein Blueprint, weil ich mir das ein bisschen ersparen wollte. Aber hier so diese Konstruktorgeschichten und beziehungsweise die Fabrikatoren, das hier, genauso wie, der Mixer, das ist auch alles ein Blueprint. Kann man, wie gesagt, wenn ihr das wollt, dann gönne ich euch natürlich. Wie gesagt, hier die Geschichte mit dieser Verschönerungstour, das musste irgendwie sein, weil das sieht irgendwie meiner Meinung nach halt natürlich ein bisschen sehr fade aus, wenn du, wo wir gerade so beim Thema Design sind, nur gerade Flächen, finde ich, das sieht nicht spannend genug aus, da muss ein bisschen mehr passieren. Wie gesagt, hier, es ist noch nicht so ganz so fertig. Work in progress, das hat sich halt so über die Zeit ergeben, dass das dann plötzlich oben rund geworden ist und ich habe mir gedacht, da machst du ein bisschen kubisch, bisschen rechteckig,
Naja, rechteckig nicht wirklich, aber eckig. Und machst dann oben einfach rund drauf. Das Safe gibt es übrigens noch nicht zum Runterladen, weil da würde ich mich natürlich auch auf euch verlassen, wenn ihr unbedingt da mal persönlich reinschauen wollt. Wie gesagt, das Game hat jetzt 100 Stunden ungefähr bis jetzt drauf, aber es ist ja noch in der Zwischenzeit was anderes passiert. Nachdem jetzt da alles vorbereitet ist, dass da über die Zeit alles reinlaufen kann, wie es will, und dass ich natürlich genügend Rohstoffe und Materialien habe für die nächsten Phasen, beziehungsweise für Phase 4 und für den Aufbau von Phase 4. Wir sprachen ja schon in einem Video darüber, es ist verlinkt, falls du es nicht gesehen hast. Wir brauchen jetzt Strom, weil da muss Strom erzeugt werden für das, was jetzt kommt. Und die Stromerzeugung ist jetzt schon in Vorbereitung. Und das sind die Vorbereitungen für den Strom, die hier schon laufen. Ich habe schon ein paar Raffinerien hingebaut und zufälligerweise, wieso auch immer, sind sich diese Zahlen hier mit den Raffinerien perfekt ausgegangen, genauso wie sie im Planer drinstehen, 1:1, so soll es sein, so wollte er es machen, so wird es gemacht. Hier hat es sich auch relativ schon ganz lustig ergeben mit den Formen und so weiter, aber das soll jetzt nur ein kurzer Ausblick sein, was hier als nächstes dann entstehen wird. Da oben dachte ich mir noch so ein kleiner Aussichtsturm, der dann den höchsten Punkt in dem Level dann von mir dann darstellt, der dann alles überblicken kann von meinen Fabriken. Müssen wir noch gucken, wie wir den auch hochbauen und wie er dann gestaltet wird natürlich, weil so kannst du das natürlich nicht stehen lassen. Aber vielleicht auch mal ganz interessant für dich zum Ansehen, wie man von so, also von nackert, langweilig auf so bling bling kommt. Ja, da wären wir schon wieder am Ende und mein Kaffee ist auch schon am Ende. Chaos Merch ist unten drin verlinkt, weißt du Bescheid. Sind wir leider schon wieder am Ende. Die Bauvorschritten, ich würde natürlich es schon gerne oft wollen, dass das ein bisschen schneller immer alles passiert, aber gut Ding braucht Weile. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das Projekt weitergeht. Nicht vergessen, mit dem Prinz, wenn ihr die wollt. Ansonsten gerne natürlich auch noch ein Feedback natürlich unten in die Kommentare rein. Was ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Kamen meine Gedanken aus dem ersten Video so rüber, wie ich es mir hoffentlich gedacht habe? Es entwickelt sich ja sowieso über die Zeit ja wieder ein bisschen, immer ein bisschen andersrum. Wir können gespannt bleiben, wo die Reise hingeht. Ich denke, das wird ein ziemlich epischer Bau werden, obwohl er ja nicht so groß ist. Aber müsste man mich ja schon fast kennen. Bei mir wird es immer irgendwie groß und schön und detailliert. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, ich bin der Chaos, da bitte daheim, bleibt effektiv und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!